aus kurzer Distanz. Das sind etwas mehr als 20 Meter. Ja, jetzt kommen sie, Patler. Ich denke, die Mauer muss man verbreitern, dem Goal in die Sicht nehmen. Das ist ganz schwierig, dass er den Ball sieht. Sibum dirigiert immer noch, wird zurückgepfiffen. Stocker! Das ist klasse gemacht! Klasse von Stocker gemacht! Dem gelingt im Moment alles. Alles. Viertes Spiel, fünftes Tor. Valentin Stocker bringt den FC Basel in Führung. Und jetzt völlig gespöckt. Jetzt wird die Stanz optimal für den Linksfuß. Der Goalie sieht den Ball nicht. Hier in der Slow Motion vielleicht nicht ganz zu sehen, aber man hat, wenn man etwas früher einsteigen würde bei der Slow Motion, gesehen, dass Ziebung noch am Mauer richten war und dann hat der Schiedsrichter gepfiffen. Der war nicht auf Posten. Regungslos. Ja, keine Regungslos. Als hätte er den Schuss dahin eigentlich erwartet. Stocker, schön gespielt, durchgelassen, das geht wie durch Butter. Tor! Fabian Scheer, 2:0. Ui, jetzt sind die Luzerner aber auseinandergenommen worden. Standing Ovation, berechtigt, stark vorgetragen das Ganze. Schlecht verteidigt aber auch. Ja, und zweimal jetzt der Scheer vorgestoßen, gerade unmittelbar vorher auch. Schauen wir nochmal genau hin. Schön durchgelassen von Frey. Scheer stößt nach. Thiessen, ja, er begleitet den Torschützen. Mehr nicht, das kaum Gegenwehr. Ui, das ist schlecht verteidigt. Ganz schlecht verteidigt vom FC Luzern. 37 Minuten sind gespielt. Freistoß für den FC Luzern. Der gut begonnen hat, der eine gute Möglichkeit hatte, aber jetzt 2:0 zurückliegt. Winter. Und jetzt die Möglichkeit und das Tor. Von wem? Von Dimitar Rangelo. Also wenn sie den abgeben, dann verstehe ich das nicht mehr aus Sicht des FC Luzern. Ja, das ist der Einzige, der Tore schießt. Ja, Nasser K, wo er muss sein. Das ist der Einzige, der Tore schießen kann. Warum wollen die denn loswerden? Das verstehe ich nicht. 2:1. Der Anschlusstreffer für den FC Luzern. Jetzt das drüben einer frei, das ist frei. Die Flanke kommt. Das super rausgespielt. Natürlich. Sehr gut. 3:1 für den FC Basel. Damit ist die Entscheidung in dieser Partie gefallen.